mit dem Bieler Familienfest wollen wir uns bei unseren Mitarbeitern bedanken für die tolle Arbeit, die sie tagtäglich leisten. Und nach der ganzen anstrengenden Zeit und die Themen, die wir jetzt hatten mit Corona, ist es jetzt wirklich einmal Zeit, Danke für unsere Mitarbeiter zu sagen. Ich hoffe, dass unsere Mitarbeiter und die Angehörigen und die Kinder mit großem Appetit zu uns kommen. Wir haben kulinarisch wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum vorbereitet, von Käsenudel über Grillerei bis hin zum Grillhuhn, damit man dann gut gestärkt bei Live-Musik das Tanzbein spingen kann oder sich sportlich betätigt, um Lose zu ergattern für unseren Glückshafen, der dann am Nachmittag verlost wird bei uns. Und für die Kleinen haben wir von Zuckerwatte, Kinderschminken, Hüpfburgenwelt alles gedacht, damit auch Mama und Papa in Ruhe das Mittagessen genießen können. Beschreiben. Eigentlich voll super da. Schau, wie viele Leute da überall sind. Also ich finde, was der Bieler da macht für die Eltern und für die Mitarbeiter auch richtig super. Cool. War echt super, echt ein Riesenspaß. Du war, gell? Riesiger Spaß. Mit der Hüpfburg und alles echt super, ja. Sehr lustig, viel zum Schauen, viel zum Tun. Ich finde es super, das Ganze, dass da alles gratis ist. Ist eine mega Gaude für uns da, für uns 14-Jährigen. Und ja. Das ist super. Super, coole Geschichte, dass wir es organisiert haben und ich sehe auf jeden was dabei, also eine lässige Geschichte. Es macht mich voller Freude, es ist einfach super Stimmung und eine geile Musik. Ich würde sagen, es ist sehr crazy und sehr befüllt und ja, es macht Freude. Ich würde sagen, es ist total super Stimmung darin, es ist für jeden etwas da. Also den Clan gefällt, das ist die Hauptsache. Gemacht. Also bei der Kinderschminke waren wir, dann waren wir drüben beim Fußball und da jetzt bei den Hüpfburgen. Und gestern haben wir auch schon was. Hier waren wir schon ein Fotoschießen, ein Tor habe ich schon geschossen und wo waren wir noch? Gestern haben wir schon super gut und der Müllspeis haben wir auch schon gegessen. Ja. Die Krokodilhüpfburg, die gefällt mir und die Feuerwehr und das Flugzeug und so. Also ich war jetzt schon beim Basketball spielen, wir haben jetzt schon ordentlich getanzt, ja, dann haben wir jetzt schon eine Zuckerwatte gegessen. Mhm. Ja. Ja, und wir haben uns auch so Tattoos gemacht, so gemalt. Ja. Ja. Also wir waren Basketball spielen, er ist natürlich der Basketball-Profi, ich habe ein paar Mal versemmelt. Dann waren wir was essen, dann waren wir in der Hofburg, war sehr super. Thank you.
fürs erste Mal top. Und ich hoffe, es gibt es ein zweites Mal wieder. Spaßig und echt, einfach echt super. Schön. Ich würde sagen, bitte Wiederholung.